So, Dele, weiter geht's mit Mafia 2. Let's Play Mafia 2. Und wir waren bei der vierten Mission stehen geblieben, und zwar Murphys Gesetz. Ja, das klingt doch vielversprechend. Klicken wir gleich mal drauf, und ja, wir spielen natürlich wieder einmal auf schwer. Ich muss es natürlich noch einmal zeigen, damit ich, ja, Warnung kann ich ignorieren, damit ich zeigen kann, dass ich es auch wirklich tue. Nein, ich möchte hier nicht angeben oder so, keine Falschbescheidenheit. Nee, das wäre ja richtige. Keine Ahnung. Kapitel 4, Murphys Gesetz. Ort Little Italy, 11. Februar 1945. Das hatte ich beim letzten Mal ja schon vorgelesen. Und ja, wir wachen anscheinend auf. Ach so. Ja, die Zwischensequenz konnte ich mir beim letzten Mal ja noch nicht erklären. Jetzt bin ich ein wenig schlauer. Sieh an, wusste gar nicht, dass Joe schreiben kann. Wir haben wieder einen Job. Ein ganz großes Ding. Knarre und Dietrich hier nicht vergessen. Wow. Jetzt weiß ich, warum ich mich nicht daran erinnern konnte, denn die Zwischensequenz ist ja absolut nichtssagend. Okay. Okay, ist schon ein Weilchen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Die Steuerung beherrsche ich Gott sei Dank immer noch. Halbwegs zumindest. Und ich weiß, dass wir mit E Türen öffnen können. Steht ja auch nochmal unten drunter, falls ich es vergessen hätte. Ja, und das Schönste ist ja überhaupt, dass ich ja gar nicht mehr auf die Zeit achten muss, denn ich kann ja so lange hochladen, wie ich möchte. Jetzt seitdem, nachdem YouTube das Limit aufgehoben hat. Ja, das habe ich inzwischen auch mal langsam gemerkt. Ich habe ja schon länger nichts mehr hochgeladen, außer gestern, aber das ist ja ein uralter Part gewesen. Deswegen, ja, super. Jetzt kann ich einfach nur zocken und mich darauf konzentrieren und nicht, wie lange kann ich noch. Und wenn es 20 Minuten lang wird, dann muss ich nicht schneiden, sondern lade dann einfach 20 Minuten hoch. Was ist denn hier? Ups, das tat wohl weh. Ja, stimmt, daran kannte ich mich auch noch erinnern. Das scheint wieder so eine geskriptete Sequenz zu sein, hier mit den Pennern und mit den zwei Obdachlosen, meine ich. Wir wollen ja politisch korrekt bleiben. Und dem Hund, das scheint wohl geskriptet zu sein. Ich weiß nicht ganz genau, was uns damit gesagt werden soll. Jedenfalls kommen wir nicht dahin, weil das hier irgendwie im Innenhof liegt und den können wir nicht betreten, auch wenn wir hier noch so gerne wohnen. Ja, und ja, da passiert nicht wirklich etwas. Ich wollte es nur gezeigt haben. Ich hatte beim ersten Mal, ich würde jetzt damit euch, ach, jetzt gehe ich hier unverständlich lang. Ich würde ja jetzt damit euch hingehen, aber das hatte ich nämlich schon ausprobiert, deswegen weiß ich auch, dass wir da nicht hingehen können. Hatte ich beim ersten Durchspielen, hatte ich schon gedacht, oh ja, da will ich mal eben die zwei Obdachlosen ja, denen wollte ich helfen natürlich. Und das ging natürlich nicht, weil ich da nicht hin konnte. So. Oh, wir haben wieder Darth Vader hier. Den sehe ich auch inzwischen überall. Komisch, komisch, komisch. So. Ja, super Wagen. Den reparieren wir mal wieder, weil wir brauchen die Kohle ja für sonst nix. Und dann geht's auch schon ab. Und wo müssen wir denn hin? Ach ja, zu Freddy, oder wie war das? Da habe ich jetzt extra mal drauf geachtet, drauf geachtet, drauf aufgepasst. Hohoho. Ja, wir haben den 25. Dezember 2010. Ja, wir haben noch 2010. Nur mal so als Zeitangabe, damit ihr auch wisst, so wie spät es ungefähr. Ja, genau, wie spät es ist, deswegen sage ich das Datum. Es ist 5 Uhr oder so, ich weiß nicht ganz genau, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Und dann halten wir hier an, vor Freddy's Bar, genau, da wollten wir ja hin. Und ich glaube, gleich kommt eine Zwischensequenz, da halte ich dann wieder die Klappe. Das Okay, geht nicht ab so jetzt. richtig Probleme an. Wen haben wir denn da? Was ist mit dir los? Den ganzen Tag im Bett gelegen, hä, Alter? Hey, nach dem letzten Job habe ich wohl eine kleine Auszeit verdient, oder? Was darf ich Ihnen bringen, Sir? Kaffee. Ihr Aber wenn Alberto davon Wind bekommt, dann gibt's Ärger. Dann ist die Kacke am Dampfen. Das kannst du mir glauben. Hab gehört, ist wohl nicht allzu gut gelaufen gestern Nacht, hä? Hey, das war nicht meine Schuld. Kann vorkommen. Ruhe bleiben, Leute. Ist eben eine hochriskante Branche. Wenn's nicht passt, der kann sich ja für ein Trinkgeld in den Docks abrackern. Sorry, Henry, wollte ihn nur ein bisschen kitzeln. Also, was ist mit heute Abend? Läuft das noch, was wir gestern besprochen haben? Nur zwei Werden Monate. Wir gleich sehen. Das sind zwei verfluchte Monate zu viel. Es reicht. Ich will mein Geld. Himmelarsch. Bin ich von der Wohlfahrt oder was? Tu's. Jetzt. Wer war das? Freundlich. Jemand, den du erstmal nicht kennen musst. Passt auf, da hat sich ein Typ Geld vom Boss geliehen, um einen Juwelierladen aufzumachen, zahlt aber nicht schnell genug zurück. Wir treiben die fällige Rate heute Nacht ein. In Juwelen. Plus, einer kleinen Aufwandsentschädigung. Joe, erklär ihm alles.
Der Juwelierladen ist im Einkaufszentrum in der Stadtmitte. Er ist nachts unbewacht. Wir knacken einfach das Schloss und spazieren gemütlich rein. Wenn's so einfach wäre. Es ist so einfach. Wieso muss bei dir immer alles so scheiß kompliziert sein? Du kannst doch kaum eine scheiß Glühbirne reinnehmen. Hey, keine Panik. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe Arbeitsklamotten von der Telefongesellschaft aufgetrieben. Wir geben uns als Monteure aus. Na gut, von mir aus. Ja, den Arsch nehmen wir aus wie nichts. Wir warten nur, bis es dunkel geworden ist. Und die kriminelle Karriere geht weiter. 6 Stunden später. Punkt, Punkt, Punkt. Wow, heißes Outfit. Ja, dann fahren wir mal mit unserem hübschen Wagen zur Mall. Spricht man das aus? Ich weiß es nicht. Ist halt so eine Einkaufsmeile und da ist halt auch ein Juwelierladen. Ich bin am Hafen gelaufen. Meinst du mit Derek? Ach ja, dabei ja was. Ja, der ist eine Nummer, was? Hat er dir einen Job gegeben? Ich musste ein paar Jungs in die Mangel nehmen. War aber nur Kleinschiss. Er quetscht das Letzte aus den Dockarbeitern raus, wie damals bei meinem Alten. Naja, er hat dich nicht gezwungen, für ihn zu arbeiten, oder? Aber meine Ma. Hör auf zu jammern und halt dir Derek warm. Der hat noch bessere Jobs, als Werftratten in die Mangel zu nehmen. Ja, was war das denn bitte für eine Behauptung? Der Derek würde die ausnehmen. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir die ausgenommen haben. Ja gut, damit wir halt einen Job haben, so ein Alibi vor unserer Mutter, damit wir unsere Karriere hier weiterverfolgen können als waschechter Gauner. Aber ich weiß ja nicht, ne? Da sollten wir schon ein bisschen ehrlicher sein, nicht wahr, Vito? Aber wie dem auch sei, das hatte ich ja schon einmal angesprochen. Nimm den Fuß vom Gas, du Arsch! Ach, halt doch die Fresse. Ich bin in Eile. Eben. Ich brauche hier wohl nicht lahmarschig fahren. Ich Bist du farbenblind? Die war rot. Wer war rot? War da überhaupt eine Ampel? War da überhaupt eine Ampel? Schreibt es in die Comments. Ja, ja. Immer diesen interaktiven Input von mir. Ja, ja. Naja, das ist ja nicht von mir erfunden, sondern ja. Das hatte ich mir nur mal so überlegt. Das wäre ein guter Trick. Ja, und ich sag's ja auch noch, dann funktioniert's umso besser. So, knacken wir mal das Schloss. Ist ja hier mal voll schlecht gesichert. Zumal uns hier 1000 Leute beobachten könnten. Ja, ja. Und dann bin ich aber jetzt mal gespannt in Anbetracht des Missionstitels Murphys Gesetz. Denn, man erinnert sich, wenn etwas schief gehen kann, dann geht es auch schief in jedem Fall. Und zwar immer so, dass es am schlimmsten kommt. Scheiße, was ist hier los? Tja, das wirst du gleich sehen. Los, Jungs, die Cops tanzen jeden Moment hier an. Tempo! Der verschissene Brian O'Neill? Scheiße, was denn jetzt? Was hat denn so ein Arschloch wie du hier verloren? Barbaro, was hast du hier verloren, du elender Wichser? Du kommst leider zu spät. Hier gibt's nichts mehr für dich zu holen. Das ist unser Bruch. Wenn ihr hier lebend rauskommen wollt, dann rückt mal lieber alles raus, klar. Was ihr Auf habt. Auf dem Schild draußen stand aber nicht Brian O'Neills Laden. Sonst wären wir doch nicht eingebrochen. Wir hätten die Bude gleich abgefackelt. Oh, oh. Ja, wie gesagt, Murphys Gesetz, ne? Sind dran. Da muss ich nicht mehr zu sagen. Bevor die Cops anrücken. Scheiße, zu spät. Los, komm nichts wie raus hier. Ja, geil. Na, ob wir da heile rauskommen? Ja, natürlich kommen wir da heile raus. Sonst hätte das Spiel ja jetzt ein Ende in der vierten Mission. Sonst hier raus, zum Teufel wartet ihr? Sagt alles ein, Jungs! Warum kann ich mich nicht bewegen? Scheiß auf die Bullen! Ah, jetzt. Ich versuch's ja! Ja, ja. Verdammt, die Bullen! Ganz geschillt bleiben, dann geht das auch alles. Hier die Tür schließen. Hey, Vito, ich hab's hier aufbekommen. Raus hier! Was hast du aufbekommen? Ja, jetzt hast du die aufbekommen. Gib mir Deckung, während ich die Tür aufmache. Halt mir die Arschlöcher vom Hals. Ich hab's. Boah, ich kann ja auch nicht zielen. Ein bisschen. Komm schon, du Scheißdreck. Ja, nur eine Person. Okay. Okay. Komm, Vito, verschwinden wir. 3-4 Mal daneben geschossen oder so. Jetzt muss ich mich kurz räuspern. Keine Bewegung, Polizei! Nimm die Treppe, was soll ich denn sonst nehmen? Den Fahrstuhl, der hier nicht existiert, oder was? Naja. Immer diese Scheiße! Schlechten Hinweise hier. Nicht hilfreich, wollte ich sagen. Scheiße, wieder eine Sackgasse! Ja, dann mach auf! Achso, ich muss wieder Deckung geben. Oh, 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 oh! Na! Mann, bin ich schlecht. Oder wird's tatsächlich jetzt mal ein bisschen schwieriger? Ich hatte ja schon bemängelt, dass der Schwierigkeitsgrad schwer gar nicht schwer ist. Aber naja. Wir müssen da lang, das ist unser einziges Chance. Okay. Schneller.
Ach, das regeneriert sich ja wieder. Komm schon, Vito, beweg deinen Arsch! Ich war jetzt bei einem anderen Spiel und hatte gedacht. Ach du Schande. Wir haben keine Wahl. Oder willst du in den Knast? Nee, aber ich kann ja ein bisschen rumballern. Wow, das war gut. Das ist jetzt nicht so. Komm schon! Ja, ja. Alter Mann, ist kein D-Zug. So, Arkade. Steht über dem Juwelierladen. Schwing deinen Arsch hierher. Brauchst du eine schriftliche Einladung oder was? Da drüben! Feuer! Oh, 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 oh. Scheiße! Hey, sei vorsichtig! Das war arschknapp. Ja, mir fast in die Hosen geschissen. Ja, irgendwie hat da eben die Schwerkraft nicht funktioniert. Hätte eigentlich runterfallen müssen. Nicht für diesen Hungerlohn. Ja, gleich mal Gesellschaftskritik. Hier lang, da müssten wir zur Straße kommen. Okay, dann meint er ja. Ich wusste gar nicht, dass man in dieser Mission schon schießen muss. War mir gar nicht so im Kopf. Deswegen verdammt, die Bullen! Hatte ich keine Zielübungen vorher gemacht. Ja, keine Bewegung, genau. Polizei! Ihr sitzt fest! Ja, ja. Genau, man träumt gleich. Ach du Scheiße. Ach du Schande, ey. Was habe ich überhaupt für eine blöde Waffe hier in der Hand? So, geht doch alles. Meine Güte, das ist echt ein bisschen knifflig hier auf Schwierigkeitsgrad schwer. Das wird mich noch unter vor Probleme stellen, glaube ich. So. Wo war denn der? Ah, da. Ich hab's gleich. Halt sie noch ein bisschen Ja, klar. Der hat doch nicht getroffen von da. Na, okay. Bleibst halt am Leben. Hast Glück gehabt. Vielleicht hast du ja Frau und Kinder. Die freuen sich, wenn ihr Daddy doch noch lebt. Das glaubt uns ja nie im Leben, diese dämlichen Drecksäcke. Los, gehen wir. Haben wir jetzt die Mission eigentlich erfolgreich abgeschlossen? Also haben wir jetzt irgendwas gestohlen? Weil ich meine, so viel... Ja gut, Edelsteine sind jetzt nicht so groß. Verpiss dich, Wolle! Ich bin unschuldig! Schnauze, du Immer eine dicke Lippe riskieren, der Junge. Wer war denn das? Brian O'Neill, der bescheuerte Ehrenwichser. Nicht besonders clever. Macht meistens nur die Drecksarbeit. Ja, wie der geniale Strippenzieher wirkt er nicht. Scheiße, die Cops, raus aus dem Licht! Wir müssen verschwinden, los! Kein Problem. Her mit der Tasche. Ich liefere das Zeug ab. Na, das ist ja super gegangen. Super gegangen. Okay. Genau, gut gegangen, wollte ich sagen. Zu Hause. Und lass dich unterwegs nicht schnappen. Ja, ja. Als ob das jetzt hier irgendwie gefährlich wäre oder so. Da müsste er sich viel mehr Sorgen machen, so schwer wie er ist. Oh! Ich, wie ihr sehen könnt, rechts... Über der Minikarte. Wir werden gesucht. Ja, sollten wir uns mal umziehen oder so? Es ist etwas doof gerade, weil hier so viele Bullen umherkreisen, wie ich sehe. Ah, da hinten können wir uns Wagen klauen. Ich weiß jetzt leider nicht, wo unser eigener Wagen steht. Ich habe jetzt auch gerade keine Zeit, um mich hier zurechtzufinden. Welchen nehmen wir denn? Ist doch egal. Hier aber die Scheibe eingeschlagen und los geht's. Na super, jetzt schießen sie schon wieder auf mich. Ach, die Taste wollte ich betätigen. Ich war noch bei GTA, da öffnet man mit Escape die Karte. Ich wollte jetzt irgendwie so einen Fachhandel für Hüte, genau. Hier, Modegeschäft wollte ich hin. Dunkles Haar, normaler Körperbau. Meine Fresse, die ballern ja auf mich. So geht man aber nicht mit unschuldigen Kriminellen um. Mann, 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 Mann. Ja, ja, ist klar, natürlich. Du wirst... Ja, ist mir klar, dass ich von der Polizei gesucht werde. Ach du Scheiße. Ob wir das schaffen? Mein Motor macht das auch nicht mehr lange mit, so wie sich das anhört. Hört sich nicht ganz gesund an. Ja, ich weiß, dass ich nicht der grünen Linie folge, aber... Ach du Scheiße, ey. Das kann ja was werden. So. Brettern wir auch mal ein bisschen kreuz und quer. Au, wow, 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 wow. Ja, ist klar, natürlich. Wo ist denn jetzt der Checkpoint? Ich hoffe nicht, ich muss nochmal alles neu machen. Ja, ging ja sozusagen. Ging ja noch ganz gut. Ja, jetzt wieder Zeitlupe. Max Payne. Action. Live hier. Okay, machen wir das mal ein bisschen, ja, anders. Wie wollen wir es denn anders machen? Wo hat uns der Typ eigentlich eben gesehen? Also der Bulle, der Polizist. Wir wollen ja wiederum politisch korrekt bleiben. Mann, 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 heute habe ich es aber mit den politisch Korrekten. So, 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 so. Oh, 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 oh. Ja, hier ist echt was los, ne? Muss ich echt mal hier... Und warum schießen die...
Jetzt erzählt er uns nicht, ne? So, ich suche trotzdem... Ah, hier. Warum bin ich denn eben... Ja, hier ist auch eins. Ich kann auch nicht gucken hier. Ich brauche eine neue Brille oder so. Ja, ja, ich bin Brillenträger. Brillenträger. Meine Aussprache muss ich auch noch ein bisschen arbeiten und... Ach. Uiuiui. Ja, Glück gehabt. Ich habe gar nicht mehr darauf geachtet, dass wir gesucht werden. Ich bin einfach kreuz und quer... Oh. Ah, das hätte auch schief gehen können, weil der blaue Balken füllt sich da ja immer. Ich meine, das habt ihr auch schon mal gesehen. Und ja, wenn der sich gefüllt hat, dann werden wir halt wieder gesucht. Und sonst können wir halt, wenn wir schnell genug sind, noch flüchten. Sagen Sie Bescheid, wenn ich was für Sie tun kann. Nee, die Lederjacke mit Hemd haben wir ja schon. Was nehmen wir denn da? Irgendwas Geiles. Den Freizeitanzug hier. Darf es sonst noch etwas sein? Das sieht doch super aus. Ja, naja. Was ist das überhaupt? Schwarz? Das sieht doch irgendwie aus wie lila oder so. Naja, gehen wir halt als Clown. Kommen Sie bald wieder? Ja, ja, ich hab's gehört. Okay, steigen wir ein. Und dann fahren wir nach Hause. In unserem eigenen Wagen. Ja, ja, der ist nicht gestohlen. Och, Mensch, Kinos. Fahrt doch nicht so komisch hier im Verkehr. Macht Platz für mich. Dann ist doch alles Paletti. Aber ich meine, ich fahre schon ein bisschen besser. Ja gut, wir sind jetzt eben einmal gestorben. Aber das lag ja nicht an meinem Fahrstil, sondern an der aggressiven Schießwütigkeit der Polizisten hier. Also meine Fresse, ne? Also das kenne ich jetzt nicht aus dem Real Life, dass sie immer gleich ballern und nachher erst fragen. Ich meine, wir haben ein Juwelier ausgeraubt, ne? Und dann schießen die da mit AKs auf uns oder was auch immer das war. Ich kenne mich ja mit Waffen jetzt nicht so aus. Ja, oh Wunder, dabei spiele ich ja Killerspiele. Ich, zukünftiger Amokläufer, ich. Ja, ja, und ja, ja. Das finde ich alles ein bisschen reichlich übertrieben. Ja, und dann fahren wir... Wo fahren wir überhaupt hin? Ich glaube, wir fahren nach Hause. Ja, was wollte ich eigentlich erzählen? Ich wollte gar nichts erzählen. Ich merke nur gerade, dass ich eine peinliche Pause habe entstehen lassen, was nicht ganz in meinem Sinne war. Aber es ist ja auch schon ein Weilchen wieder her. Ich bin ja eher so der unregelmäßige Typ. Ich bin dann zwar bald schon seit einem Jahr aktiv oder so. Och Mensch, ey. Alles klar. Ja, ja, ich halte ja schon an. Dann steig auch aus, dann darfst du mich abkassieren. Ich habe hier eh unendlich viel Geld. Das gibt einen saftigen Strafzettel. Ja, können wir machen. Wieso habe ich über 1000 Dollar? Wo habe ich die denn her? Das hat aber viel Geld gebracht. Können wir gleich mal 3 Reparaturen bezahlen. Das ist gut angelegt. Ich will deine Visage nicht mehr sehen. Das ist gut angelegt. Wo war ich gerade? Genau. Ich bin ja bald schon seit einem Jahr aktiv. Nee, ich glaube nicht seit einem Jahr, oder? Nee, keine Ahnung, seit einem halben vielleicht oder so. Aber habe ich hier, ja, vielleicht einen Monat aktiv Let's geplayed. Wie sagt man das denn? Ah, dass ich auch mal so komische Wortkombinationen schöpfen muss. Neologismen. Oh Gott, jetzt kommt's aber. Ach, halt die Fresse. Also, es war jetzt an mich gerichtet. Nicht an Vito, der sagt ja gar nichts. So, dann gehen wir mal nach oben. Und öffnen... Ja, die Obdachlosen sind weg. Der Hund hat sie gefressen oder was weiß ich. Ja, genau, mit Haut und Haar und vor allem mit Anzug. Wo ist eigentlich die Putze? Hier war doch immer so eine Putze, diese neugierige Schnepfe da. Die ist jetzt auch weg, ne? Ah, keine Ahnung. Gehen wir mal hier rein. Und Joe ist natürlich mal wieder nicht da. Und diesmal ist auch keine Frau im Spiegel. Ja, an was ich mich noch erinnere. Nein, ich hatte mir meinen letzten Part nochmal vorher angeguckt, damit ich sehe, was habe ich da so gelabert. Kann ich da irgendwie Bezug zu nehmen, falls mir nichts einfällt. Haha, ja, ich habe ja immer solche komischen Ängste und labere dann doch irgendwie dann alles voll. Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Ist mir auch völlig egal. Was nehmen wir denn? Den Klassiker. Da habe ich echt jetzt Bock drauf. Der sieht, ach, ich meine, Moment. Der sieht aber irgendwie komisch aus, ne? Mit Schinken und Käse und dann auch so viel Salat und so, das ist ja saugesund. Also wenn ich mir ein Sandwich mache, dann ist das nicht so gesund. Aber das nur am Rande. Und dann sind wir auch schon fertig, ne? Ja, tatsächlich. Kapitel 5 fängt jetzt an, aber da sehen wir nicht. Die Todessense, das hört sich gesund an. Wie der Klassiker. Ja, ich war Lenti LP, ich bin es auch immer noch. Und die Filmsequenz halten wir wieder an und mal wieder hat er wieder nichts an.
Naja, außer seinem Unterhemd oder, ja, Unterhemd nennt man das so. Ja, keine Ahnung hier, ich laber wieder so eine Kacke. Ja, und an dieser Stelle verabschiede ich mich mal wieder fürs Erste. Ich habe keine Ahnung, wie lang das war. Ich hoffe, es sind schon so über 10 Minuten, weil ich lade ungern unter 10 Minuten hoch, weil weil die Zahl dann irgendwie nur 3 Stellen hat und ich habe da lieber 4 Stellen. Ja, das müsst ihr gar nicht wissen. Das ist, ja, wenn man die Sekunden dazu nimmt, hat man eh noch mehr Zahlen. Wenn man dann die Milli... Ja, ist ja egal. Jedenfalls eine Anzeige, ja, und da ist mein perfektionistischer Gedanke dahinter. Ja, keine Ahnung. Ich verabschiede mich einfach mal, bevor ich mich hier dumm und fusselig laber. Ich bin LentiLP, bis demnächst, bis dann, bis zum nächsten Mal. Und wo war die Taste? Da, 0 auf dem Numpad. Bis demnächst.